Was haben die Stuttgarter Kickers, die TSG Hoffenheim und die Löwen gemeinsam? Die Vereinsfarbe und einen Spieler. Alessandro Abruzzia, 27, Vertrag bis 2020, hat zwar seine Vereine gewechselt, aber die Clubfarbe blieb immer gleich. Sagt, bei mir gibt es keine Rot. Ich war schon immer blau. Letzte Saison machte er für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest 12 Tore und 14 Assists. Sein Ziel eine Liga höher, Stammspieler werden. Ich weiß, dass ich Konkurrenz habe, aber ich bin keine 18 Jahre mehr alt und hier, um zu spielen. Abruzzia hat eine Wohnung in München gefunden. Seine Freundin bleibt weiter in Stuttgart wohnen, sie hat dort ihren Job. Foto, Fotostand Wogenau? Ich bewege mich am liebsten zwischen den Ketten, bin auf der rechten Seite variabel einsetzbar und torgefährlich, sagt der Sportmanagement-Student, 5. Semester. Variabel ist der Schwabe auch als Fan, die Wurzeln der Eltern liegen in Italien, die Mutter ist allerdings in Frankreich geboren. Ich bin dreisprachig aufgewachsen. Als sich Italien nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, war es hart, aber ich hatte ja noch Deutschland zum Anfeuern. Jetzt bleibt mir nur noch Frankreich. Mit den Kickers sammelte er vor 2 Jahren bereits Drittliga-Erfahrung, stieg am Ende ab, das ist eine irre Liga, da kann jeder jeden schlagen. Wenn man unten reinrutscht, kann es schwer werden. Doch mit dem 1860-Kader und der Spielphilosophie werden wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben.